Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration und zu einem neuen Top 3. Genau, und ihr seht schon, wir haben heute unsere Lieblingstaschen mitgebracht. Ja. Und ich muss direkt schon mal sagen, es war total schwer. Ich habe so viele Lieblingstaschen, ich hätte jetzt auch hier die 6 Lieblingstaschen mitbringen können. Und ja, aber wir haben uns jetzt einfach auf unsere Lieblingssachen geeinigt. Ja. Und ja, willst du mal anfangen? Ich fange an. Ich habe da jetzt auch keine, doch, ich habe sogar eine Reihenfolge drin. Ich fange mal mit meinem Jutebeutel an. Den habe ich auch schon länger. Der ist auch schon ist so ein bisschen. Ist das der Gruffalo? Nee, das ist von Wo die wilden Kerle wohnen. Ach so. Ist, oder ist das der Gruffalo? Ich weiß nicht genau, wie es auf Deutsch heißt. Ich glaube schon. Ja. Ich weiß es nicht. Wenn auf jeden Fall so ein wilder Kerl. Ich glaube, es ist noch ein bisschen ein anderes Kinderbuch. Das ist Where the Wild Things Are. Und ich fand das so niedlich. Ich habe es auch nicht selber gemacht. Ich habe das bestellt im Internet. Und ich glaube, der hat auch nur 2,50 Euro gekostet. Aber ich fand ihn so süß. Da waren die Versandkosten höher als die Tasche selbst. Und die benutze ich auch super, super gerne. Also Jutebeutel mag ich eh und das ist so mein Liebster. Ja, ich benutze auch total gerne so Stoffbeutel. Deswegen habe ich jetzt ja auch letztens schon in ein paar Videos Beutel gestaltet. Aber hier habe ich auch, das ist auch eigentlich so eine Art Beutel. Ein bisschen stabiler, hat auch eine Innentasche mit drin. Und hier oben, die Henkel sind auch so aus Kunstleder. Hier ist noch ein Knopf, so ein Magnetknopf. Schön leicht, ne? Ja, relativ leicht. Ist ja bei den Beuteln immer das Angenehme. Und von der Seite sieht er so aus und von hinten so. Und ich mag ihn sehr gerne. Ich muss einmal bis nach unten durchgreifen. Meine neueste Tasche. Die habe ich zum Geburtstag bekommen. Und hast du auch auf Instagram gepostet. Genau. Ich fand die so lustig. Ist eigentlich auch ein ganz einfacher Jutebeutel. Also ist so ein Jutestoff. Und hier oben sind dann diese klassischen Georgina und Lucy Träger dran. Und alles andere ist einfach nur aufgemalt. Es ist drinnen auch nur ein großer Bereich, okay. Ohne irgendwelche Einteilungen. Und die ist eigentlich auch ein bisschen schwerer als ein Jutebeutel. Alleine durch die Träger, aber sonst ist die halt super geräumig. Ich nehme die gerne so für Übernachtungen auch. Da passt richtig viel rein. Die kann man richtig vollstopfen. Okay. Oder sonst halt so zum Schwimmen oder wenn man mal einen Ausflug macht. Die ist also super praktisch. Oder zum Einkaufen nehme ich die auch gerne. Willst du dann auch zu den Video-Days nehmen? nee, ich glaube, zu den Video-Days nehme ich die untere hier noch mit. Meine Liebste. Die ist noch ein bisschen größer. Ja. Aber schwerer. Gut, ich mache mal weiter. Das hier ist eigentlich meine absolute Lieblingstasche, aber die ist im Moment hier ein bisschen kaputt an der Seite. Das ist gerissen, das muss ich erst noch nähen. Die kann man sich halt einfach so umhängen. Und das Besondere daran ist, man klappt das hier so hoch und hier oben ist der Reißverschluss. Und wenn man richtig viele Sachen dabei hat, dann kann man das auch einfach wie so einen ganzen Sack bis oben hin vollpacken. So ein bisschen Seesack. Und dann ist das so. Und sonst, wenn nicht so viel drin ist, dann klappt man das einfach um. Und von hinten ist die auch total schön. Also man kann die eigentlich dann auch so rumtragen. Ja. Hier ist noch ein Außenreißverschluss, Innenreißverschluss. Das sind auch alles wirklich meine Lieblingsfarben. Dieses Lila und Grün, Türkis. Und in Kombination mit Schwarz, deswegen, also die mag ich wirklich richtig gerne. Aber die habe ich auch schon länger und die hatte ich auch schon mal mit so zum Strand zum Beispiel oder wenn es geregnet hat. Und deswegen, ich glaube, die müsste auch mal in der Waschmaschine oder so. Ja, geht das mit dem Mittenchen? Ja, ich bin mir nicht sicher, das habe ich noch nicht gemacht. Das muss es aber mit der Hand so ein bisschen durchwaschen. Deswegen, die muss jetzt ein bisschen wieder, da muss ich mal aus alt machen, hier das Ganze nähen und die ein bisschen auffrischen, damit die mal wieder ein bisschen sauberer ist. Aber meine Lieblingstasche. Ja, ich mache weiter mit meiner Lieblingstasche. Die ist auch riesengroß. Ich mache die einmal auf. Die ist ein bisschen umständlich zu benutzen immer, weil die hier die Riemen hat. Das ist eine klassische Schultasche. Und die kann man auch hier noch erweitern. Also die kann man auch richtig vollstopfen. Ah, okay. Und innen ist die halt komplett anders als außen, halt mit diesem abgewetzten Jeansstoff. Dann kann man hier auch zuziehen. Ups. Und theoretisch bräuchte man das auch einfach nur rumschlagen und dann wäre es auch zu. Also man kann das hierdurch auch nochmal verschließen. Und außen ist es Leder, ne? Außen ist Leder, ja. Sehr schön. Und hier ist halt noch dieses geprägte Leder. Das ist eigentlich eine Herrentasche. Ach ja. Ach ja, ja. War ich auch ein bisschen überrascht. So ein süßes Bonus. Ich habe die im Outlet gekauft. Sagt man mir, ja, das wäre, das ging ja auch gut als Herrentasche. Man kann die nämlich auch als Rucksack tragen. Okay. Ja, die ist sehr flexibel. Vielseitig. Ne? Ja, man kann die, ich habe noch einen zweiten von diesen Riemen. Ja. Dann hakt man die hier ein und hier ein. Und dann hat man zwei und trägt die als Rucksack.
Also wie gesagt, es geht auch als Herrentasche, aber ich habe die auch sehr gerne. Das sieht doch aus wie eine Mädchentasche. Ja, finde ich auch, mit dem Blümchen. Ja gut, ich mache dann mal bei meiner letzten Tasche weiter. Das ist so eine Klatsch, auch aus Leder und ja, relativ schmal, aber trotzdem passt da auch mal recht viel rein. Und das Schöne finde ich ist, hier oben, das sind Druckknöpfe. Da kann man dann auch den Riemen abmachen und die einfach so tragen. Oder eben, ich trage es meistens mit dem Riemen, dann kann man sie sich auch mal über die Schulter hängen. Und ja, das ist immer schön. Dann kann man das einfach hier so mit den Knöpfen dran machen und dann hänge ich mir die so um. Wenn das so flexibel ist. Und was ich daran schön finde, ist, dass sie halt so schlicht ist. Also ganz einfach. Mhm. Hier ist nur so ein kleiner Knoten aus Leder noch. Ein bisschen, aber die passt wirklich überall zu. Ja, ist schönes Material auch. Ja, das waren schon unsere Taschen. Ich hole sie mal wieder nach oben. Ja, ich hole meine großen Beine auch mal wieder. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr ja auch eine Lieblingstasche oder wollt uns in die Kommentare schreiben, welche ihr denn von unserer Übersicht hier so am besten fandet, was euch am besten gefallen hat. Und ja, schreibt es uns einfach in die Kommentare und wenn ihr noch Ideen für ein Top-3-Video habt. Genau, gerne alles einfach in die Kommentare. Wir freuen uns immer über eure Anregungen und wir haben wirklich noch viele Sachen, die wir vorstellen können. Also einfach schreiben, was wollt ihr sehen? Wollt ihr unsere Lieblings-T-Shirts sehen? Wollt ihr unsere Lieblings... was gibt es sonst noch? Spiele. Spiele, genau. Also es gibt so viel. Ja. Unser Lieblingsessen, da können wir auch nochmal was drüber erzählen. Oder einfach schreibt uns einfach was in die Kommentare, genau, was euch interessieren würde. Und wir schauen dann mal, ob wir das Thema dann aufnehmen können. Okay, das war's dann für heute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss.